Dani Kalt, was ist dein persönlicher Bezug zum Handball? Ja, ich habe früher auch Handball gespielt, bei den Junioren, beim TV Klingnau. Die waren damals noch irgendwo in ACB und dann später noch in Bruck, aber eher auf Zweit-Drittliga-Niveau noch so zum Spass. Und jetzt der Bezug zum Handball ein bisschen verloren oder immer noch irgendwo involviert? Nein, eigentlich immer noch sehr interessiert am Handball. Wir haben einen Sohn, der ist jetzt gerade an der Sportkante in Aarau und hat jetzt die letzte Saison noch U19 gespielt, Elite bei Aarau. Und kommt jetzt dann ins Kader beim HSC Sur Aarau Nazi A und versucht da den Schritt in die Nazi A zu schaffen. Was haltest du persönlich von so Awards, wo eigentlich Einzelspieler in einer Mannschaftssportart ausgezeichnet werden? Ja gut, es gibt natürlich immer herausragende Persönlichkeiten, Spielerpersönlichkeiten. Und ich denke, auch wenn Handball ein Mannschaftssport ist, wo sicher auch ganz, ganz wichtig ist, dass das Team zusammen funktioniert, ist es doch auch eine tolle Sache, dass wir einmal einzelne herausragende Spielerinnen und Spieler ehren. Ich glaube, von dem lebt dann auch am Schluss der Handball. Auch medial, denke ich, ist es wichtig, dass wir gewisse Aushängeschilder haben, die dann so ein bisschen Leuchtkraft haben, auch Vorbildfunktion haben. Und darum finde ich das noch eine tolle Sache, dass man da die Handball-Awards vergibt an dem Abend. Dani Kalt, danke vielmals. Viel Spass jetzt oben. Danke.